Na kommt, Jungs. Hey, es ist Mittelalter. Wenn du sie entscheiden lässt, hast du mindestens ein, zwei Psychos dabei. Uiuiui. Könnte passieren. Das könnte passieren. Dann müssen wir hier nochmal reingehen. Die Baronie hier. Warum sind ihr 4000 Mann entstiegen? Ich, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja, Zagreb, das ist hier alles nicht ganz so dramatisch, wenn sie hier einzelne Baronien nochmal erobern in der letzten Zeit. Kleinvieh macht auch Mist. Eine Viehherde. Die kriegen wir zu 80% eine große Viehherde oder 300 Gold. Oh, die große. Ich sag nur Troja. Ah, na gut. Ah, schade. Hat nicht funktioniert. Wir sind 5 direkte Vasallen über unserer Schwelle. Uiuiui. Natürlich nicht gut. Na kommt, dann holt's euch Wien. Freunde, holt's euch Wien. Eieiei, das könnten hier durchaus anstrengende Fights hier werden, das merke ich gerade. Weißer Friede, wozu? Gärten ablehnen, auf keinen Fall. Ich komme gleich, Freunde. Das Liebe ging nicht immer gut aus, das stimmt. Das reicht nicht für die 100%. Nervig, nervig. Legit ein bisschen ärgerlich auch. Ich dachte, das kriegen wir hier ein bisschen schneller hin. Aber vielleicht habe ich auch einfach nur gerade die falschen Baronien angegriffen. Einmal feste drauf. Lagert ihr meinen... Gefährliche Fraktion. Eine gefährliche Freiheitsfraktion. Warum mögt ihr mich nicht? Wahrscheinlich, weil ich zu viele Herzogtümer habe. Habe ich schon wieder zu viele Herzogtümer? Mir gehört Sardinien noch. Wer bist du denn hier? Unser kleiner Sohnemann von irgendwem. Du wirst jetzt auch König von Sardinien auf einmal. Oder Herzog von Sardinien zumindest. Viel Spaß. So. Uiuiui. Kommen wir 8000 Truppen mal wieder an. Ah! Nein, wir sind nicht schnell genug. Gebe ich dir irgendeine Stadt von mir? Nee. Geworden ist eigentlich stark genug. Aktionszugehörigkeit. Eieiei, okay. Herzogin so und so missbraucht ihren Einfluss, um die Fraktion Freiheitsfraktion zu fördern. Sie wollen mehrere Gesetze im Kaiserreich Balaton abschaffen, da sie der Ansicht sind, dass sie traditionellen Adelsrechten widersprechen. Obgleich ich nicht an der Überzeugung von der Frau da zweifle. Ist sie auch nur ein Mensch. Wenn ich sie dazu bringen kann, diese Aktivitäten zu unterlassen, kann ich mehr Macht über meine Vasallen gewinnen. Das stimmt natürlich. Ich könnte mich revanchieren. Da kriegt sie ein Druckmittel. Das wäre auch ganz cool. Schmeichelei. Ich erinnere daran, dass meine Interessen auch die Interessen der höchsten Mächte sind. Bist du denn für eine Gesellschaft am Start, sadistisch großzügig. Das klingt mir jetzt nicht nach etwas, wo ich sagen würde, das ist hier sehr, sehr religiös hier. Schmeichelei. Könnte funktionieren. Probieren wir.
Let's try it. Ich hätte einfach die kleinen zuerst machen sollen. Erst die Grafschaften. Sehr schön. Für 350 Ruf hier ist das doch schon ganz in Ordnung, dass sie hier rausgegangen ist. Nice. Dich könnten wir mal beeinflussen. Warum magst du uns nicht? Ulens Autorität minus 10, Angriffskrieg. Ah, minus 56. Das tut jetzt natürlich ordentlich weh. Okay, das hier ist sinnvoll. Das mit Wien. Das ist nicht ganz so sinnvoll. Was machen wir hier? Brems. Schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir das ja hier hin. Wir müssen nur so ein bisschen die Fraktionen im Auge behalten. Also solange sie zu schwach ist, ist alles gut. Solange sie zu schwach ist, ist erstmal alles gut. Sag mal ja oder nein. Nein. Warum? Wird denn hier alles belagert? Da sind irgendwelche italienischen Städte auf jeden Fall. Waffenstillstand von mir aus. Ja, ja, ja. Brauchen wir lange zum Erobern von den Dingern? Wahnsinn. Ich hab nicht damit gerechnet, dass wir so lange brauchen. Um hier kurz was uns zu holen, tatsächlich. Machen wir das. Wir wollen ja auch reich bleiben. Das hätte alles ein bisschen einfacher sein können. Muss ich zugeben. Hier, wir verlieren richtig viele Truppen. Okay, kein Abo. Könnte ich mir auch kaum leisten. Wenn man mein alt PC mal updaten müsste. Ja, ist gut. Kein Abo ist in Ordnung für mich. Das ist fein. Du sollst ja erstmal dein. Erstmal sollte man selber zusehen, dass man alles kriegt, was man sich irgendwie wünscht und was man haben möchte. Eieieiei. Ich hätte ein Druckmittel. Könnte sie mal erpressen. Gucken, was passiert. Kann ich ihr jetzt sagen, dass sie doch bitte aus der Dingens raus soll? Schwierig. Ah, das war ein Fehler. War definitiv ein Fehler, das so zu machen, wie ich es gemacht habe. Ich dachte, wir kriegen das einfacher hin. Ich dachte, das ist easy peasy jetzt gerade. Ich meine, look at this. 20 Monate? What? Why? Wie lange braucht ihr noch? 55 Tage. Ich habe irgendwelche Truppen nicht ausgehoben. Meine Onaga sind nicht ausgehoben. Kein Wunder, dass sie so lange braucht. Crazy. Wir haben ein bisschen auf die Mütze bekommen. So, hier rein und dann kriegen wir das wahrscheinlich super schnell hin. Ach Mann. Da will jemand den Balaton. Ach Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Okay, einen Krieg gewonnen. Jetzt nur noch fünf andere. Ich wünsche es mir nicht. Was? Was wünsche ist. Was wünsche ist nicht mehr der Punkt, aber so langsam bringt der PC immer mehr zusammen. Auch wenn er damals extrem geil war. Ja, so wahrscheinlich so ein bisschen wie beinahe. Ich habe echt ganz schön viel Geld damals ausgegeben für meinen PC. Und dann habe ich seitdem auch nichts mehr mit dem Ding gemacht. Einmal abgegradet.
Und beim Upgraden ist was so schön. Es ist mir irgendwann mal eine Festplatte abgerauscht. Loki. Und bin ich zum Laden hingegangen, die mir den zusammengestellt haben. Und ich meinte so, hey, die SSD ist kaputt. Könnt ihr mal gucken, ob ihr die wieder irgendwie ansatzweise an Gang kriegt? I don't know. Was heißt? Naja, also zumindest ob ihr die Daten irgendwie kriegt. I don't know, ist mir egal. Aber das ist kaputt. Bitte ersetzt es. Und wenn ihr dabei seid, knallt nochmal irgendwie 16 GB oder 8 GB RAM mit rein. Ja klar, kein Problem. Rufen die mich eine Woche später an. Hören Sie mal, Herr Blue. Uns ist leider beim Reparieren die Grafikkarte runtergefallen und die ist jetzt kaputt. Und ich so, die Grafikkarte? Ich habe doch gesagt, die SSD ist kaputt. Ja, aber wir wollten überprüfen, ob das stimmt. Ich so, und was war kaputt? Die SSD. Ja. Was jetzt mit der Grafikkarte? Ja, da kriegen sie natürlich jetzt eine neue. Also die sie da jetzt seit 4 Jahren da drin haben, die gibt es jetzt leider nicht mehr. Aber wir haben noch eine, die ist auch noch ganz gut. Also die ist zumindest gleichwertig. Und dann habe ich für, ich glaube, ich habe irgendwie 200 Euro insgesamt bezahlt für die Reparatur. Und, damit hätte ich vielleicht drauf achten sollen. Und die Grafikkarte alleine hat, glaube ich, auch 200, 300, 400 Euro gekostet zu dem Zeitpunkt. Das war ganz nice. Ist ja hat sich mit Öl eingerieben, ja, vielleicht. Ja, wir müssen tatsächlich das jetzt nochmal durchgehen lassen, ne? Wir müssen das jetzt tatsächlich noch einmal durchgehen lassen. Verlieren leider die nächste Lehnsautorität. Aber da bin ich jetzt auch selber schuld. Also das ist dann halt auch Leviathan. Es ziemt sich als Kaiser, Zeit auf See zu verbringen, mit der salzigen Brise im Gesicht und Feinplatten unter den Füßen. Heute sind mein persönliches Schiff sowie ein kleines Geschwader als Exkorte unterwegs, sowohl zu Übungszwecken als auch zum Vergnügen. Die kurze Fahrt war bereits eine berauschende Abwechslung vom Leben bei Hofe, als wir es erspähen. Eine ferne Wasserfontäne, gefolgt von einer kleinen Insel aus weindunklem Fleisch, die sich kurz aus den Wogen schält. Die größte Bestie der Tiefe, ein Wal. Kreatur voll herrschaftlichem Schrecken, lasst sie ziehen. Sich darum kümmern. Bringt mir bloß den Kadaver. Halten 50 Gold. Oder wir killen das Ding natürlich. Eventuell. Aber ich finde, Wale sollten leben. Rettet die Wale. Finde ich gut. So, nächster Krieg gewonnen. Jetzt wird es auch schon ein bisschen besser. In der Hoffnung, dass wir jetzt hier Italien, sag ich schon, das hier oben hinkriegen. Was ist denn hier noch am Krieg? Legionskrieg gegen Knickfeld. Ah, ihr habt ja schon wieder 24 verschiedene. Haben wir irgendwas Kleines noch? Kärnten ist natürlich ein bisschen größer noch. Mit euch. Schaumberg, lol. Ernsthaft? Wir haben hier oben Schaumberg angegriffen? Sind wir dumm. Wir sind ja richtig dumm. Ja. Oder hier. Lass uns mal erstmal das machen. Ich zum Tage noch. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 und. Sehr gut. Jetzt können wir uns in Ruhe auf den anderen Kram hier stürzen. Gott sei Dank. Circa 2000 im Selbstbau. Ja, ja, das ist aber auch. Das ist gut teuer. So habe ich damals auch nicht ausgegeben. Aber, wie sagt man so schön, jeder braucht ein Hobby. Cornelia. Obwohl ich. Nee, ich mach das nicht. Hey, die Kaiserin hat was zu tun dann. Hm.
Ich habe meinen PC um ca. 10% übertaktet. Jetzt kommt der Witz. Es gab, ich gab den zur Reparatur. Die stellen alles auf Werkseinstellung. Sämtliche Kondensatoren der Grafikkarte gingen hoch. Und CPU machte keinen Mucks mehr, obwohl er noch bei ihnen lief. Jetzt raten, was er. Oh je, was dann kam? Nee, ich weiß, raten möchte ich nicht. Obwohl der Krieg tobt. Eieiei. Okay, wir müssen irgendwie zusehen, dass wir ihn aus der Freiheitsfraktion kriegen. Wir könnten einfach was bezahlen. Wir bezahlen ihn einfach. Wir bezahlen dich einfach. Wie sieht's aus? Du sollst sowieso früher oder später eigenständig werden und so. So, was war das jetzt hier? Krannel, hier oben brauchen wir noch was. Das hier brauchen wir noch. 18. Oh mein Gott, sind wir weit über der Domainstelle. Was haben wir denn jetzt schon wieder gemacht? Also manchmal kriege ich es auch einfach nicht mit, wenn wir ohne Ende landen. Wird das jetzt alles bekommen aus Versehen? Ja. Na gut, dann geben wir mal ein bisschen was ab. Das, ja gut, ist natürlich ein bisschen viel. Habe ich einfach mal kurz nicht ganz drauf geachtet. Über auf 10, nee, 12 sind schon in Ordnung. Cool. Komm, nimm alles. Take it. Nimm es, mein Lieber, nimm es. Das sollte ja hier auch schon wieder einiges ausmachen, oder? Ich meine, du magst mich dann noch wieder ein bisschen mehr, oder? Oder? Oder auch nicht. Na gut. Wie lange braucht ihr noch? 13 Monate. Unabhängigkeitsfraktion. Könnten wir vielleicht mal eine Beeinflussung starten? Könnte sein, dass sich das nicht mehr lohnt. Okay. Wir können die Festung nicht stürmen. Ah, oh Mann. Lass uns mal sagen, Weißer Friede vielleicht. Okay, schade. Könnten kapitulieren. Ei, 5000, ja, bestimmt nicht. Zahlen noch nicht 5000 dafür. 22 Tage, viel besser. Was? Wait a second. Aber jetzt nicht. Okay. Was auch, wie auch immer ich das geschafft habe, das komplett zu ignorieren hier oben. Nee, der ist nicht mehr krank, immerhin. Kommt schon. Nein, nein. Forderung erzwingen, so sei es, wunderbar. Und ihr müsst unbedingt aufgelöst werden. Wir haben noch 7000 Truppen über. Und die sind ganz schön strong hier. Gucken wir mal. Ja, alles gut. Okay. Technisch gesehen jetzt nur einen Monat gebraucht, wo wir, ja, wo wir unsere Truppen wieder kriegen. Du willst ein Artefakt. Das ist sogar gar nicht mal so gut. Kannst du haben. So. Müssen wir mal ganz kurz ein, zwei Monate warten, bis wir hier wieder auf dem Damm sind. Und dann holen wir uns noch Kärnten. 16.000 Truppen haben wir hier und 1.000 Truppen haben wir hier. Also Schaumberg ist easy. Wir haben eine neue Grafikkarte und CPU. Nice. GZ, Alter. Schreck der Nagetiere. Ah, Katzibett ist einfach der Schreck der Nagetiere. Finde ich gut. Bei dem mache ich alles selber mit Hilfe meines besten Freundes. Ja, wunderbar. So mega gut. Ah, er ist tot. Das hilft natürlich auch.
So, dann du. Sechs Jahre zum Titel eingliedern, finde ich eigentlich ganz gut. 16.000 Trüppchen. So, noch echt einen Meter warten, leider. Beteiligungsplan. Von mir aus nehmen. Ach, wir haben kein Erzeugwort. Uiuiuiui. Ja, das macht natürlich die Sache nicht unbedingt besser. Spracherwerb. Spannungszuwachs minus 4% finde ich eigentlich immer ganz gut. Dass wir auch keine bessere Rüstung haben als das, ne? Wir haben allgemein so viele Klamotten. Ich würde das gerne einfach. Das Ding ist halt auch, verschenken ist halt auch echt lame. Also legit einfach nur langweilig. So. Drum haben wir 20.000. Reicht uns das? Ich glaube schon, ne? Wo können wir denn unsere Truppen mal eben ausheben? Direkt hier vorne, dann wären wir eigentlich schon fast in Kärnten. Aber ein bisschen unlucky, wenn wir das nicht machen können, aber okay. Nicht schlimm. Gar nicht mal so schlimm. Was sagen, ne? Ihr wollt ja wohl nicht zu mir kommen. Wenn andere Kriege führen, oh, liebes Habsburg-Heirat. Was? Oh, liebes Habsburg heirate oder so ähnlich. Was? Das kenne ich nicht. Habsburger Lippe wurde mir letztens erklärt. Das habe ich dann verstanden. Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Zion, der nächste König von Polen ist wieder am Start. Ernsthaft. Ist loyal. Du bist loyal. Und sei auch loyal. Kann ich enterben? Was? Ist ja crazy. Verbündet euch mal. Ihr müsst jetzt nicht noch 3 Monate warten. Ja, auch nicht. Rein da. Haben sich übereingeschaltet. Das war, glaube ich, so ihr Wahlspruch. Geil. Das finde ich nice. Aber zumindest lustig. Ich meine, das wäre jetzt definitiv ein Krieg, den wir durchaus gewinnen können, ne? Das ist schon okay. Das haben wir auch schon ewig nicht mehr geändert. Wir haben natürlich noch einen Bratspräger, den wir ändern können. Und dann nehmen wir ihn einfach. Lass sie hier mitmachen. Der darf da nicht mitmachen. Oh Gott sei Dank. Oh, nice. Sehr cool. Folgendes ist gerade passiert. Der Ratsprediger darf nur an gewissen, ich weiß gar nicht, wo es steht. Der darf nicht an allen, an allen Dingens teilnehmen. An allen Fraktionen. Und an einer Unabhängigkeitsfraktion darf er nicht teilnehmen. Hier. Ratsbilliger. Können nur einer Anspruchstelle-Fraktion betreten. Eigentlich ist man unsere Frau mal wieder schwanger. Sehr schön. Gott sei Dank. Bitte sag, mach 100% sofort. Lass uns ihn einfach gefangen nehmen. Ach, schade. Ah, gut. Dann lass uns mal Schaumberg jetzt. Das bedeutet nämlich, dass er nicht, dass sie jetzt nicht stark genug sind. Das bedeutet, dass sie jetzt nicht stark genug sind und die Unzufriedenheit jetzt wieder sinkt. Mega gut. So, ein neuer Widersacher. Nö, nö, nö.
Nee, Schaumberg, das sollte jetzt nicht so unser Problem sein. Oh, lol, das ist jetzt Dänemark. Das ist jetzt Dänemark. Ich habe nicht aufgepasst. Ich will nicht kapitulieren. Auch nicht gegen Dänemark. Aber dann müssen wir mal ganz kurz. Dann fangen wir mit denen hier an. Dann lass uns mal erst Kärnten hier rausholen. Nehmen wir den Villach oder. Kopf aber passt, ne? Ja, ich glaube auch. Dammit. Ich wusste, dass das jetzt Dänemark ist, ey. Ich so natürlich ignoriert. Dann hätte ich das eventuell auch ignoriert, sinnigerweise. So, rein da, Jungs. Doch nur eine Katze. Der Papst mag uns schon wieder nicht. Der Papst war schon wieder über 71. Das ist mir also egal. Ja, ich wollte sagen, das ist doch bestimmt auch irgendwas gegen uns. Dann machen wir es jetzt. Einmal überanspruchte Gastfreundschaft. Mein Hof ist für seine luxuriöse Gastfreundschaft bekannt und die Gäste hier erweisen sich oft als nützlich. Gelegentlich kommen jedoch die Gäste an den Hof, deren Nutzen unklar ist und deren Anwesenheit meine Staatsgäste nur unnötig belastet. Eine solche Hofschranze ist auch Äffelgifu, geiler Name. Die seit einiger Zeit als Gast von Grafen Manfred hier ist und genug für 12 ist. Ah, die frisst mir noch die Haare vom Kopf. Es muss etwas geschehen. Extravaganter Gastgeber. Ich habe genau die richtige Aufgabe für sie. Sie wird Hofnarr. Finde ich gut. Oh, sie wird Hofnarr. Und wir machen jetzt mal das hier. Mal wieder rein da. So, die religiöse Situation in euren Ländereien ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Ich habe versucht, meine Untertanen dazu zu bringen, die Herrlichkeit unseres wahren Glaubens zu sehen, doch zu viele von ihnen verharren in ihrem falschen Glauben. Ich bitte euch, eure Autorität, eure Macht zu nutzen, um mir zu helfen. Ein friedliches Miteinander. Wieso bin ich fies? Hä? Wieso bin ich fies? Ja, machen wir. Wir gehen das mal ganz kurz ein bisschen schneller durch. Kurz gucken, was es hier so gibt. Okay, was ist hier? Nächste Bitte ausgesprochen. Herzog Aurelius von Dalmatien. Mit einem Mindestmaß an Ehrerbietung teilt Herzog Aurelius euch mit, dass einige eurer Ritter angeführt von Herzog Christo vor kurzem durch eine Grafschaft gezogen sind. Sie haben die Dörfer und Höfe geplündert, gebrandschatzt und verwüstet. Ich werde das nicht hinnehmen. Ritter-Effektivität plus 10%. Wir zahlen 300. Ich würde einfach 300 bezahlen, glaube ich, weil wir großzügig sind. Und ehrlich. Warum nicht? Nur weil die Frau nicht hochzahlen kann, die sonst nichts bringt, muss sie zum Hofen an? Na klar. Was denn sonst? Was denn auch sonst? Irgendeine Aufgabe braucht sie ja. Was denn für verbitterte Worte? Vorgetragen wurde, Schena zu mir zurückzuschicken, war kaum eine dreiste Forderung. Okay, der unwürdigen Narren, wie euch ein Turm gewiss. Also, okay. Ich glaube, sie wollte nicht. Na gut. Das ist okay. Lass uns das noch eben zu Ende bringen. Mein Sohn und Erbe. Wir haben endlich einen Sohn. Wie nennen wir unseren Sohn? Ah, bitte sag mir, dass es geht so.
Nein, da fehlt kerngesund. Es fehlt kerngesund. Ich werde wahrscheinlich nicht mit dir weiterspielen. Nur wenn es unbedingt sein muss. Verdammt. Und weil ich vermutlich nicht mit ihm weiterspielen werde, nenne ich ihn Tiglius. Ich nenne ihn Tiglius. Warum denn nicht? Ein Namen, den wir schon länger nicht mehr hatten. Ich kämpfe hier nochmal weiter. Die große Vermessung. Mal Gas. Er ist schon wieder stark. 24 Monate, 13 Monate. Sind wir. Das ist halt instant weg, sobald wir aufhören, Kriege zu führen, ne? Kontrolle plus 20%. Das ist immer gut. Wenn wir echt gegen uns kämpfen. Was haben wir denn gerade? 20% hier, 5% da. Ist immer unlucky, wenn der König hier ist und wir ihn nicht gefangen nehmen konnten. Drauf aufs Mützchen. Immer fleißig drauf aufs Mützchen. Die Vermessung wird hochwertiger ausfallen. Ja. Irgendein Graf verliert ein bisschen Meinung, aber das ist okay für mich. 57%. Alter, es dauert so lange. Es dauert jetzt so unendlich lange manchmal. Sehr schön. Prozent. Das immer noch nicht reicht. So, einmal noch kämpfen. Einmal noch kämpfen. Steckungsaufbruchsrate von 100% finde ich immer gut. Und jetzt darf die. Oh, in 2 Monaten. Jetzt next. Wir müssen hier raus. Warte, ist das unser. Ne, ist nicht mal unser Gebiet. Verdammt. Wir müssen hier raus. Ganz, ganz schnell. Komm schon. Raus, raus, raus. Finde ich gut. Armee auflösen. Aber sowas von. Sofort auflösen. Was nehmen wir hier mit? Das hier von mir aus. Okay. Kann einen Monat können sie. Außer wir werden stark genug. Truppen, Jungs, Jungs, Truppen, Truppen. Wait a second. Hallo? Kann das jetzt runtergehen? Ihr seid zu schwach. Ihr seid zu schwach dafür. Nein. Verfallenes Artefakt. Ist das irgendein Brustpanzer? Nee, das müssen wir nicht. Weg damit. Okay, zu schwach, um ein Ultimatum zu stellen. Super wichtig. Und das Ganze nur, um jetzt dann doch wieder die Truppen rauszuholen, ne? Unsere Frau ist schon wieder schwanger. Vielleicht kriegen wir diesmal ja ein gutes Kind. Leute. Und los geht's. Einmal raus mit euch. Ob die jetzt instant stark genug wieder sind.
Alter, 14 Mitglieder. Hoppala. Hoppala. 16 Mitglieder. Das alles nur, damit ich hier diesen einen Krieg hier noch gewinnen kann, oder was? Ich meine, den verlieren wir sowieso. Komm, kapitulieren. Sei es drum. Ist halt so. Nee, jetzt ein Ultimatum stellen, verdammt. Das ist nicht gut. Es ist gar nicht gut. Weil die werden uns jetzt ganz schön auf die Ketten gehen. Ich darf warten müssen, ne? Wir können uns das nicht erlauben. Mal gucken, wer ist denn alles gegen uns in den Krieg gezogen? Genua, Dalmatien, wie immer. Die hier unten. Oben ein paar. Es geht sogar noch. Litauen, Böhmen. Es geht sogar. Es hält sich ausnahmsweise sogar noch in Grenzen. Das haben wir schon deutlich, deutlich schwieriger gesehen. Wir werden jetzt einmal diesen Krieg hier auf jeden Fall noch führen. 93%. Es ist noch einmal irgendwo angreifen. Ich würde es hier noch einmal draufhauen. Das müsste doch ausreichen, oder? 97%. Ach, der Unbrauchbare. Meine Tochter! Wir haben die nächste Tochter. Moltaskia, unsere Tochter. Wie auch sonst. Soll sie nennen. Sollen wir sie nennen. So, jetzt gehen wir hier einmal drauf, Freunde. Wir wollen neue Münzen haben vielleicht. Ja, komm, wir nehmen neue Münzen an. Boah, das reicht immer noch nicht. Was brauchen wir denn? Haben wir ernsthaft noch die Baronie hier unten? Das Gefühl, wir brauchen echt noch die Baronie. Ach Gott sei Dank. 100% Forderung. Forderung erzwingen, so sei es. Und ihr werdet euch erstmal sofort auflösen. 9 Monate können wir schon, können wir durchaus leben, ohne dass irgendein Quatsch passiert. Wir kommen locker auf nicht genügend Truppen. 60.000 sind das? Sollen die sie nicht Tauschware oder Pfand nennst, ja, so ungefähr. Titel können geschaffen werden. Wir können ein Bündnis ausmachen mit unserem Bruder. Prinz Klaus Blue. Oh Gott, da war Humor auf jeden Fall vorrangig am Start. So, das darf unsere Gattin machen. Und das kann offensichtlich mal die machen. Kann was verleihen. Titelerben, dies, das. Okay. Ich meine, wir haben durchaus gut Land bekommen. Lothringen hat sich gebildet. Kann es sein, dass ihr hier auch euch eigenständig was gesnackt habt? Nee, habt ihr nicht. Okay. Schade. Und für sich ist das schon ganz gut gewesen. Wer ist denn hier Hauptangreifer? Er hier oben. Er ist wahrscheinlich auch hier oben, ne? Genau. Also im Idealfall greifen wir einfach Prag an und freuen uns. Man sollte seine Eltern in manchen Fällen wegen des Namens verklagen können. Was meinst du, Loki? Was meinst du? Ist doch nur eifersüchtig auf deinen Bruder Thor. So. Ja,
Ja, ist halb eins. Ich denke, mit diesem Krieg machen wir beim nächsten Mal weiter. Ist doch ganz cool. War doch. Also, ich habe mich erstaunlich dumm manchmal angestellt, aber es hat auch. Ich bin auch echt kompetent manchmal.